Das Tor der Illusion. Seki lehnte sich spontan zurück. Mit solch einer Frage hatte er nicht gerechnet. Er musterte sie und dachte nach. Sie ist ja sehr schön und hat auch eine sehr freundliche Art und zudem eine süße Stimme. Aber ist das denn richtig? Schon morgen müssen wir weiter. Selbst wenn ich mich mit ihr prächtig verstehen würde, so müsste ich dann doch gehen. Mir bleibt keine Wahl. Ich darf das nicht tun, auch wenn ich gerne möchte. Es ist für alle besser so. Was wäre... Seine Gedanken wurden durch Ala unterbrochen. Entschuldige, war die Frage zu forsch? Es ist nicht schlimm, wenn du nicht möchtest, nur... Nein, nein, also... Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns treffen könnten, sprach Seki schnell. Er wunderte sich über seine eigene Antwort. Er wollte doch eigentlich ablehnen. Aber manchmal spricht das Herz lauter als jeder Vorsatz und jeder Gedanke. In Alas Gesicht spielte sich ein Lächeln um die Mundwinkel ab und sie sprach in süßlichen Ton: Das freut mich. Dann treffen wir uns heute Abend, nachdem die Sonne untergegangen ist, hier vor der Taverne. Ich werde auf dich warten. Bitte lass mich aber nicht sitzen. Sie zwinkerte, nahm das Tablett in die Hand und stand auf. Obwohl das Zwinkern ein Zeichen dafür sein sollte, dass der letzte Teil des Satzes nicht ganz ernst zu nehmen war, so glaubte Seki doch eine Spur Trauer in der Stimme gehört zu haben. Scheinbar diente das Zwinkern nur dazu, die Trauer einer schlimmen Erinnerung zu überspielen. Als Seki aufstand, war Ala bereits die Treppe hinaufgegangen, die sich neben den Tresen befand und zu den oberen Etagen führte. Seki lief zu dem Tisch, wo bereits Lombos und Merino warteten, und setzte sich zu ihnen. Sie waren mit ihrem Gespräch schon fertig gewesen und Lombos fragte Seki in seinem üblichen, ruhigen Tonfall: Was gibt es heute zum Mittag? Ich habe einen Feenpuderkuchen und für jeden zwei Becher Morgentau-Essenz bestellt. Der Kuchen soll sehr süß sein und angenehm auf der Zunge prickeln. Und der Morgentau soll erfrischender als Wasser sein. Man darf gespannt sein, warf der Erzkanzler ein. Immerhin mal eine Abwechslung zu unserem Mampftopf. Wann wird das Essen denn serviert? Mein Magen bedarf dringend etwas zu essen. Es wird noch einige Minuten dauern. Immerhin müssen Sie ja den Kuchen noch backen. Nun, das gibt uns Gelegenheit, die gegenwärtige Situation und unsere Pläne diesbezüglich zu rekapitulieren. Erastu ist von den Shadow eingenommen. Doch noch sind sie handlungsunfähig, da der alte Eiszauber ausgelöst wurde und sie so einschließt. Dies wird sie wohl noch mindestens 2 Tage aufhalten. Dies gibt uns genügend Vorsprung, um uns morgen auf den Weg zu machen und Geldnot zu erreichen, wo wir den Stab des Phönix uns aneignen werden. Hier hätte ich eine Frage. Wie gedenkt ihr, den Stab zu holen? Er liegt in der Reservatkammer und diese liegt im Schloss. Es wird sicher einige Wachen geben, warf Lombos ein. Und so haben wir denn einen Shadow. Er kann doch sicher ungesehen eindringen und den Stab holen, oder? Der Erzkanzler blickte Seki an und dieser schaute leicht beschämt zu Boden. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Die Wachen sind sicher auch Shadows. Sie kennen meine Methoden und Taktiken, denn sie haben es ja auch gelernt. Der Erzkanzler streichelte seinen langen Bart. Wir könnten auch das Schloss stürmen, aber das ist eigentlich nicht Art der Illusionisten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein guter Shadow mit ebenso guten Kenntnissen in der Illusionsmagie dort ungesehen eindringen könnte. Aber ich beherrsche gerade mal 3 Zauber und diese auch noch nicht besonders gut. Nun, der Shadow und der Illusionist müssen ja nicht dieselbe Person sein. Ich denke, dass wir zu dritt gut eindringen könnten. Ich würde uns unsichtbar machen und Seki könnte die Wachen ausschalten und Schlösser öffnen, während ihr Lombos uns dabei unterstützen könnt. Was haltet ihr davon, Freunde? Seki nickte und Lombos sprach: Klingt nicht ganz ungefährlich, aber dennoch ein guter Plan. Ihr könnt auf mich zählen. Gut, dann können wir mit der Rekapitulation ja fortfahren. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, also, wenn wir uns dann den Stab angeeignet haben, kehren wir hierher zu den Feen zurück und übergeben ihm den Lord, den wir auf unsere Seite zwingen werden. Zusammen mit ihm und den Feen rücken wir dann auf Erastu vor und erobern sie zurück. Wie genau stellt ihr euch die Schlacht vor? Fragte Lombos leicht provokativ. Ich stelle sie mir nicht vor. Lysandor scheint mir ein sehr erfahrener Krieger zu sein. Wir werden uns mit ihm nach unserer Rückkehr beraten. Ich bin Erzkanzler, nicht General. In dem Moment trat Ala an den Tisch und stellte die Getränke und den Kuchen hin. Das geht aufs Haus. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Besonders dir, Seki. Sagte sie mit einem freundlichen Lächeln und drehte sich um. Seki blickte ihr hinterher. Und als sie aus seinem Blickfeld verschwunden war, drehte er sich zu seinen Gefährten um, welche ihn verwundert anblickten. Was ist denn? Fragte Seki verwundert. Vielleicht sagst du uns das,
antwortete Lombus. Seki schaute nur noch mehr verwundert. Sie hat dich direkt angesprochen. Nun sind mir die Gebräuche der Fee nicht geläufig, aber ich denke, da steckt etwas anderes dahinter. Ich habe doch auch schon vorhin gesehen, wie ihr am Tresen miteinander geredet habt. Aber, Lombus, so beruhigt euch doch, sprach Merenor mit ruhiger Stimme. Nun aber, Erzkanzler. Jetzt lass doch mal den Jungen Luft zum Atmen. Es ist doch nichts Schlimmes dabei, wenn er sich mit dir angefreundet hat. Sie ist ja auch ziemlich attraktiv. Er zwinkerte zu Seki, der daraufhin wieder zu lächeln begann, aber dessen Herz noch immer schnell schlug. Nun, ich wollte ja nur... sprach Lombus. Einen Rat geben? Ihr seid ein guter Mensch, Lombus, das weiß ich und ich weiß es auch zu schätzen. Aber lasst den Jungen doch seine eigenen Erfahrungen machen. Erfahrungen sind der beste Weg zu lernen. So, und nun lasst uns essen. Mein Magen fühlt sich schon ganz hohl an. Während er den letzten Satz sprach, klatschte er mit seiner Hand leicht auf seinen Bauch und grinste. Offenbar war ihm sehr viel daran gelegen, die Diskussion zu beenden. Nachdem sie den Kuchen verzehrt und die Becher geleert hatten, verließen sie gestärkt die Taverne und machten sich auf den Rest der Stadt zu erkunden. Sie gingen durch die verschiedenen Straßen, die eigentlich nur Trampelpfade waren, und sprachen dabei über das Essen. Also, der Feenkuchen war ja wirklich delikat, obwohl man sich an das Prickeln gewöhnen muss, sprach der Erzkanzler. Findet ihr? Mir hat alles gut geschmeckt. Ich bin richtig voll. Erstaunlich, wie satt der Kuchen macht. Sonst habe ich immer mehr gegessen, entgegnete Seki. Wir sollten bei Gelegenheit öfters hier speisen. Die Gerichte waren eine gute Abwechslung für den Mampftopf. Nun, was Kochen angeht, beziehungsweise das Erdenken von Speisen, sind wir Illusionisten ziemlich fantasielos. Dem kann ich nur zustimmen, warf Lombus ein, woraufhin das Gespräch zu Ende war. Langsam ergab sich die Sonne aus ihrem Zenit zum Abstieg, sodass in ein paar Stunden dunkel werden musste. Wir sollten das Lager aufsuchen. Die anderen werden sicher schon auf uns warten, schlug der Erzkanzler vor. Ich denke eher, sie werden schlafen. Das Marschieren hat sie sehr erschöpft, entgegnete Lombus. Das wundert mich wenig. Sie sind da ja auch nicht dran gewöhnt. Sie liefen den Fluss entlang und erreichten schon bald das Lager. Wie Oria schon angedeutet hatte, war es eine große, blühende Wiese. Auf dieser waren halbkreisförmige, große, rote Pilzköpfe aufgestellt worden, die offenbar die versprochene Unterkunft darstellen sollten. An ihrer Vorderseite waren Lamellen, die sich selbst überlappten und wie Vorhänge wirkten. Vor der Wiese standen zwei Fährische mit Speeren in der Hand. Offenbar hatten sie den Auftrag, das Lager zu bewachen. Die Gruppe näherte sich langsam den Wachen und Merenor fragte: Ist dies das Lager? Ja, antwortete der Fährische in straffem Militärton, der überhaupt nicht zu seiner sanften Stimme passte. Und diese Pilzköpfe, das sind die Unterkünfte? Ja. Nun, ich vermute, die Lamellen an der Front sind der Eingang, richtig? Ja. Entschuldigt, doch darf ich euch fragen, warum ihr so knapp antwortet? Die Feen, die wir bisher trafen, waren sehr gesprächig. Edler Herr, das liegt daran, dass ihr mir nur Ja-Nein-Fragen stellt. Oh, nun, dann, wie sieht es im Inneren der Pilzköpfe aus? Ich bin da etwas kritisch. Meines Wissens sind die Köpfe bzw. Hüte von Pilzen immer ausgefüllt. Da liegt ihr richtig. Doch nicht bei diesen. Wir haben sie abgetrennt und ausgehöhlt. Anschließend wurden sie mehrere Wochen in der Sonne getrocknet. Dabei wird die Außenhülle weich und geschmeidig, ohne an Form zu verlieren. Unsere Bestienmeister können die so ausgehöhlten Hüte mittels eines einfachen Zaubers schrumpfen und zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder wachsen lassen. Das macht sie zu einer mobilen und zudem behaglichen Unterkunft für 4 Personen, wie ihr feststellen werdet. Hab Dank, dann werden wir uns das mal anschauen. Der Fähre schnickte und die Gruppe trat auf einen Pilzkopf zu. Sie versuchten anzuklopfen, aber die weiche Hülle gab dabei nach, sodass sie sich zu den Lamellen begaben und diese leicht wegbewegten, woraufhin 4 schlafende Illusionisten zum Vorschein kamen. Sie suchten nun einen Pilzkopf nach den anderen ab, um einen leeren zu finden. Da die meisten schon besetzt waren, dauerte es eine Weile, doch schließlich fanden sie fast ganz hinten am Rande der Lichtung einen freien, in den sie eintraten. Sie begutachteten den Pilzkopf von innen und sahen, dass er gelbliche Wände hatte, die offenbar die Wärme gut dämmten, denn im Innern war es angenehm warm. Auch schien der Pilzkopf einen erfrischenden Geruch von sich zu geben und die Geräusche von außen zu dämmen, sodass man besser schlafen konnte. Erstaunlich fanden die drei, dass der weiche, gemütliche Boden ebenfalls Teil des Pilzkopfes war, sodass sie nicht auf der Wiese schlafen mussten. Augenscheinlich ist es gemütlicher, als es von außen aussieht.
Das sehe ich ebenso, werter Erzkanzler. Die Feen denken nicht nur praktisch, sondern auch angenehm und ästhetisch. Der Erzkanzler legte sich hin und sprach dabei im Liegen: Wir sollten uns ausruhen. Morgen wird wieder ein anstrengender Tag. Gute Nacht. Lumpus blickte Seki an. Ich werde mich auch zur Ruhe begeben. Das würde ich dir auch empfehlen. Da die letzte Aussage eher wie eine Frage klang, sprach Seki: Sicher habt ihr recht. Ich leg mich auch mal eine Runde aufs Ohr. Lumpus nickte leicht und legte sich auf den Boden und auf Seki sich hin. Aber im Gegensatz zu den anderen wollte er nicht schlafen. Im Gegenteil, sein Geist war wacher denn je. Geduldig wartete er mit geschlossenen Augen den Sonnenuntergang ab, um sich mit Ala treffen zu können. Dass Mechanor und Lumpus sich hingelegt hatten, kam Seki gerade recht. So wird es nicht auffallen, wenn er sie treffen würde. Gut, Mechanor hätte dies wohl eher wenig ausgemacht, aber Lumpus? Lumpus wäre sicher sehr wütend geworden. Warum eigentlich? Mechanor hat doch eigentlich recht, dachte sich Seki. Es ist meine Entscheidung, was ich tue, und natürlich bin ich auch bereit, für mein Handeln die Konsequenzen zu tragen. Lumpus meint es sicher gut, doch kann er nicht einschätzen, was die Situation für mich bedeutet. Was Ala für mich bedeutet. Seltsam. Ich habe nur kurz mit ihr gesprochen, und schon erscheint sie mir so vertraut, so wichtig. Warum muss ich eigentlich dauernd an sie denken? Mit diesen Gedanken beschäftigte sich Seki so lange, bis die Sonne untergegangen war, was er dadurch bemerkte, dass kein Licht mehr durch die Hülle des Pilzkopfes fiel und alles stockfinster war. Er hob seinen Kopf, um sich zu überzeugen, dass Lumpus und Mechanor schliefen. Da beide sich nicht bewegten, ruhig atmeten und günstigerweise auch schnarchten, erhob sich Seki leise und trat aus dem Pilzkopf heraus. Nun sah er die Stadt der Feen bei Nacht, wo sie so edler anmutete als ein Saphir in der Wüstensonne. Die verschiedenen Etagen wurden durch das Licht von glasklaren Lampions erleuchtet, welche leicht im Wind wehten. Nur selten war eine Fee oder ein Fährich zu sehen, der sich auf den Ästen entlang bewegte, sodass das Licht der Lampions ungestört auf die herabfallenden Blütenblätter traf und sich mit diesen vereinigte. Dieser Anblick betörte Seki, sodass er einen Moment brauchte, um sich wieder zu fassen. Als er dies geschafft hatte, bewegte er sich leise durch das Lager und ging mit einem freundlichen Gruß an den Wachen vorbei, den diese ebenso freundlich erwiderten. Diese Methode nennt die Shadow-Schock-Spiel. So kam Seki unerkannt zu der Taverne, vor der schon Ala wartete. Diese winkte ihnen zu, als sie ihn erblickte und kam ihnen entgegen. Als sie voreinander standen, herrschte ein Moment Ruhe, doch dann sprach Ala: Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Ich auch! Wieder herrschte Ruhe, in der sich die beiden tief in die Augen blickten. Ala drehte sich leicht seitlich und sprach: Kommst du? Wohin denn? Eine Überraschung. Dabei grinste sie verwegen. Seki trat auf sie zu und folgte ihr. Dabei fragte er sich, wieso er ihr vertraute. Der Sensei hatte ihn immer vor Frauen gewarnt, da diese von Natur aus sehr talentiert darin seien, Männer in Fallen zu locken oder zu falschen Taten zu verführen. Doch Ala war keine Frau, sondern eine Fee. Sie liefen durch die Stadt, vorbei an den Bäumen, die durch die Lampions erhellt wurden, und erreichten den Rand der Lichtung. Ala trat in den Wald ein, doch Seki blieb kurz besorgt stehen. Ala bemerkte dies und drehte sich um. Komm schon, oder bist du ein Hasenfuß? Mit einem leichten Lächeln streckte sie die Hand aus und winkte Seki zu. Dieser trat daraufhin zu ihr und gemeinsam gingen sie ein Stückchen bergauf durch den dunklen Wald und erreichten bald eine Art Klippe. Es war jedoch vielmehr eine Erhebung ohne Bäume, die einen weiten und atemberaubenden Blick über die Baumkronen des Waldes bis zum Horizont bot. Seki und Ala standen am Rand der Erhebung und blickten auf den Wald hinab. Er ist hübsch, nicht wahr? Sprach Ala fasziniert. Ja, kaum zu glauben, dass er im Inneren so düster ist. Das liegt an unseren Dualen. Sie setzte sich mit angewinkelten Knien hin und blickte Seki an. Dieser setzte sich neben sie und fragte verwundert: Die Dualen? Was tun sie denn? Wenn ich es richtig verstanden habe, so sind sie so etwas wie Naturzauberin. So ist es, aber die Dualen sind mehr als nur Zauberinnen. Sie sind Vertreter der gleichnamigen Religion. Ihr Leben widmen sie dem Erhalt des Friedens und der Schönheit. Aber warum machen sie den Wald so dunkel? Hell wird er sicher anziehender wirken. Genau deswegen. Ein lichter, heller Wald wirkt schön und anziehend, so wie du. Sie blickte Seki tief an. Dieser wurde rot und wendete seinen Blick von ihr ab und schaute auf den Wald. Du bist auch wunderschön. Danke, du hast es mir heute schon einmal gesagt. Er blickte sie jetzt wieder an und sprach: Ich könnte es den ganzen Tag sagen, aber
noch einmal zurück zu dem Wald. Also, Sie lassen den Wald dunkel erscheinen, weil ein heller Wald anziehend wirken würde, richtig? Ja, so würden viele sich in ihn hineinwagen. Doch seit dem Angriff des Lords wünschen wir keine Gesellschaft mehr. Ich verstehe. Verstehe es aber bitte nicht falsch. Wandte sie schnell ein. Ihr seid uns herzlich willkommen. Sind eigentlich alle Illusionisten so lieb wie du? Seki grinste verwegen und antwortete, Genau genommen bin ich kein richtiger Illusionist. Ich beherrsche nicht viele Zauber. Noch bis vor kurzem war ich ein Shadow. Wirklich? Das ist aber interessant. Wie bitte? Seki war über die Aussage von Ala sehr verwundert. Habe ich etwas Falsches gesagt? Fragte Ala mit leicht traurigem Blick. Nein. Im Gegenteil, es ist nur so. Jedes Mal, wenn ich jemand gesagt habe, dass ich ein Shadow bin oder war, habe ich gleich Ärger bekommen oder man hat mich gehasst. Deswegen bin ich etwas überrascht, dass du so anders reagierst. Sie setzte sich ganz nah an Seki und streckte ihre Beine aus. Ich habe keine Angst vor dir. Ich finde, man sollte niemand nach dem beurteilen, was er kann und was er nicht kann. Ein Shadow muss doch genauso wenig ein kaltblütiger Mörder sein, wie eine Dualene eine gute Fee sein muss. Wichtig ist doch nur, welche Ziele man mit seinen Talenten und Einstellungen erreichen will. Oder anders gesagt, ich glaube, dass man sich selbst zu einem guten oder schlechten Individuum macht. Doch, wie kannst du dir so sicher sein? Wärst du ein schlechter Mensch, so würdest du diese Situation ausnutzen. Während sie diesen Satz sprach, legte sie ihren Kopf auf Sekis Schoß, was Seki sehr überraschte. Es lässt sich schwer sagen, ob Sekunden oder Stunden vergingen. Denn in diesem Moment verlor Seki jegliches Zeitgefühl. Und auch wenn es vielleicht nur ein kurzer Moment war, so kam er ihm doch wie ewig vor. Und es gefiel ihm. Das matte Licht des blauen Mondes schien auf die beiden hinab, während beide schwiegen. Dieser Moment wurde durch Ala unterbrochen. Gewonnen, flüsterte sie. Seki schaute sie einen Moment verwundert an. Wie meinst du das? Ich hatte gesagt, dass du ein guter Mensch bist und dass nur ein Schlechter diese Situation ausnutzen würde. Du hast sie nicht ausgenutzt, also hatte ich recht. Da hast du recht, sagte Seki mit leichtem Lachen. Es müsste doch so bald soweit sein, sprach Ala leise. Worauf warten wir? Ich wollte dir doch etwas Schönes zeigen. Es müsste bald passieren. Du meinst, etwas Schöneres, als mit dir hier unter einer Million Sterne zu sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie drehte ihren Kopf nach oben, sodass sie Seki direkt ansehen konnte. Du bist so süß. Aber es gibt etwas Schönes, was jeden Abend passiert. Das wollte ich dir gerne zeigen. Hat es etwas mit dem Wald zu tun? Ja, ich habe dir doch von den Dualenen erzählt. Sie schaffen ja auch das Schöne, wie meine ganze Stadt. Dazu verwenden sie das Mana, die Seele des Waldes. Deswegen ist es auch so dunkel. Sie entziehen dem Wald das Mana, sodass es die Pflanzen aus der Umgebung neu aufsammeln müssen. Deswegen absorbieren sie auch mehr Licht und Wasser als jeder andere Wald. Doch nachts absorbiert der Wald das Mana des Mondes und dieses ist in den Feenwäldern viel stärker. Wie du als Illusionist bestimmt weißt, sind überall da, wo auch viel Mana ist, Gnishis, oder? Ja, warten wir auf sie? Genau, bis dahin kann ich mich doch noch in deinen Schoß einkuscheln. Ja, es ist sehr schön. Ala drehte daraufhin ihren Kopf mit einem zufriedenen Lächeln wieder seitlich Richtung Tal um. Beide schwiegen und genossen diese romantische Stille unter den Myriaden von blinkenden Sternen am Himmelszelt. Seki legte seine Hand auf Alas Wange und streichelte sie in schwärmerischer, liebevoller Weise. In diesem Moment bemerkte er, dass sie es sichtlich genoss, da sie ihre Augen zufrieden schloss. Er konnte ihre weiche, sanfte Haut spüren, welche im Licht des blauen Mondes fast schon leuchtete, was ihn nur noch mehr verzauberte. Dann geschah, worauf Ala gewartet hatte. Sie hob leicht ihren Kopf und deutete mit der ausgestreckten Hand auf den Wald. Seki, da, die Gnishis sind gekommen. Obwohl es Seki schwer fiel, wendete er seinen Blick von Alas Schönheit ab und folgte ihrem Fingerzeig. Zwischen den Kronen der Bäume schwebten gemächlich abertausend Gnishis empor Richtung Himmel. Jeder einzelne von ihnen leuchtete in einen hellen Farbton und bewegte sich unabhängig von den anderen zum Himmel hinauf. Sie wirkten wie die Schirme einer Pusteblume, die im leichten Aufwind sorglos zum Himmel hinaufglitten, nur dass es viel langsamer und noch weitaus schöner war. Im leuchtenden Farbenspiel dieses Wunders hielt Seki sanft Ala an seinen Arm und konnte ihre Wärme spüren. Das ist das Wunderschönste, was ich je erlebt habe.
sprach er voller Faszination. Die Genishis, meinst du? Nein, sie sind auch wundervoll, aber sie verstärken nur die Schönheit dieses Moments, wo ich dich in meinen Arm halten kann. Ala und Seki blickten sich tief an. Eine ganze Weile verging, ehe Seki sprach. Ich genieße es, dich so anzusehen. Aber du verpasst die Knishis, auf die du gewartet hast, wenn du mich weiter so anblickst. Ala legte ihre Hände auf Sekis Wangen, setzte sich auf und bewegte ihren Kopf dicht zu Sekis. Ich verpasse nichts. Die schönen Genishis kann ich jeden Abend sehen. Doch deine wunderbare Schönheit ist mir nur heute Abend vergönnt. Seki fühlte sich in diesem Moment wie in einem Traum. Alles war wundervoll. Er fühlte sich seit langem wieder einmal richtig wohl und geborgen. Alle Sorgen waren Freuden gewichen und er spürte, wie es in ihm leidenschaftlich brodelte. Das muss nicht sein, denn ich würde alles dafür geben, dich wiedersehen zu können. Diesmal wurde Ala rot. Ihr Blick wanderte über Sekis Gesicht und blieb an seinen Lippen hängen. Ihre Lippen bewegten sich leicht, so als würde sie etwas sagen wollen, doch nicht die richtigen Worte finden. Doch da sie diese nicht fand, ließ sie ihre Gefühle umso mehr sprechen. Sie bewegte sich langsam auf Seki zu, schloss ihre Augen und legte ihre Lippen auf die seinen. Seki schloss daraufhin ebenfalls seine Augen und ließ es geschehen, sodass sich beide zärtlich küssten. In Seki stiegen daraufhin nie dagewesene Gefühle auf. Sie waren so blümerant, so zärtlich, so liebevoll. Sie waren Liebe. Als sich die Lippen der beiden trennten, blickten sie sich verträumt in ihre Augen und schlossen sich daraufhin in ihre Arme, um den anderen ganz dicht an sich zu spüren. Nach einiger Zeit hörte Seki ein Schluchzen von Ala. Und er nahm daraufhin seinen Kopf langsam ein Stück zurück, sodass er sie anblicken konnte. Er sah, wie ihr einige Tränen über die Wange kullerten. Sie weinte. Ala, warum weinst du? Seki hörte in seiner eigenen Stimme eine Sanftheit, die ihm selbst noch nicht bekannt gewesen ist. Es dauerte einen Moment, ehe Ala ihre Augen leicht öffnete und traurig antwortete. Morgen musst du gehen, aber ich möchte bei dir sein. Seki dachte jetzt sehr scharf nach. Er bedeutete ihr offenbar ebenso viel wie sie ihm. Doch wieso? Sie haben sich doch nur ganz nett unterhalten und dann am Abend Knishis angesehen. Wieso entwickelte er so starke Gefühle für sie? Dies war ein Gedanke, der ihm in diesem Moment nicht aus dem Kopf ging. Er verstand sich selbst nicht, doch er verstand, was sein Herz wollte. Ala. Ich möchte auch bei dir sein, doch ich muss gehen, sprach er in ruhigem Ton, doch er fühlte bei diesem Satz selbst großes Unbehagen. Ala riss ihre Augen auf und ihr Blick wurde noch trauriger. Wenn das alles überstanden ist, dann komme ich wieder, das verspreche ich dir, fuhr Seki fort. Alas Tränen versiegten und ein kleines, hoffnungsvolles Lächeln zierte ihr Antlitz. Spontan lehnte sie sich zu Seki, schloss ihre Arme um ihn und presste ihn fest an sich, während sie sprach. Was du versprichst, das musst du auch halten. Das werde ich. In dieser Umarmung blieben die beiden noch einige Zeit und betrachteten den fahlen Mond, die glitzernden Sterne, die zauberhaften Knishis und einander, ehe sie aufstanden und durch das kleine Stück Wald zurückschritten, die Taverne erreichten und sich mit einem Kuss verabschiedeten. Ala war gegangen. Doch Seki lehnte noch an der Taverne und genoss die Erinnerung an diesen Abend. Als er sich nach einigen Minuten umdrehte, um sich auf den Weg in das Lager zu machen, stand plötzlich Lombus vor ihm. Er hatte seine Hände hinter den Rücken verschränkt und blickte nachdenklich. Erschrocken sprach Seki, »Lombus, was macht ihr hier?« Er blickte langsam nach oben zu den Sternen, warte so und ließ dann seinen Kopf wieder sinken. »Ich beobachte. Ein guter Beobachter sieht viele Dinge. Auch jene, die für das Auge verborgen bleiben.« Er machte eine lange Pause. Seki war sich nicht sicher, ob er jetzt etwas sagen sollte oder ob es besser war zu schweigen. Der Sensei hatte ihn gelehrt, dass man nur dann reden sollte, wenn die Rede besser als das Schweigen ist. Seki konnte sich nicht entscheiden, doch das war auch nicht nötig, da Lombus von selbst weitersprach. »Du hast dich mit dieser Ala, dieser Feenkellnerin getroffen, nicht wahr? Das wäre nicht geschehen, wenn der Erzkanzler mich in der Taverne nicht davon abgehalten hätte, dich zu warnen.« »Wovor? Ala ist eine wirklich liebe Person. Sie ist sehr gefühlvoll.« »Oh, das ist sie, ganz gewiss.« Er drehte sich zur Seite und ging ein paar Schritte hin und her. Doch dann stoppte er abrupt und drehte seinen Kopf zu Seki. »Sie ist gefühlvoll, doch ahnst du auch, was das bedeutet?« »Wie meint ihr das?« »Umso mehr Gefühle jemand hat, desto leichter sind sie zu verletzen. Die Feen sind sehr gefühlvoll, doch wir Menschen sind unvorsichtig und unbedacht. Zu schnell geraten wir in Zorn, in Neid, Eifersucht
oder eine andere Emotion, die uns dazu zwingt, andere zu verletzen, selbst wenn sie uns viel bedeuten. Deswegen gab es noch nie eine Verbindung zwischen Feen und Menschen, die lange gehalten hat. Die Feen sind zerbrechlich, fragil und durch die kleinste Verfehlung kann man ein Herz brechen. Seki, lass die Finger von ihr. Seki senkte seinen Kopf und dachte einen Moment nach. Dann schüttelte er ihn und blickte Lomus entschlossen an. Ich werde ihr Herz nicht brechen. Du einfältiger Narr, was redest du da? Schon morgen kann ihr Herz gebrochen sein, denn sie wird dich gehen lassen müssen. Doch, ich kann wiederkommen. Wenn das alles vorbei ist, wenn wieder Friede herrscht, dann kann ich sie ja wiedersehen. Ja, sogar schon dann, wenn wir den Stab des Phönix Oria übergeben. Trotzdem wird ihr Herz brechen. Ihre Sehnsucht wird sie übermannen und in einen tiefen Sog der Verzweiflung ziehen. Und nichts auf der Welt wird ihr Leid stillen können. Seki, höre auf, ehe es zu spät ist. Seki lief an Lombus vorbei und dieser blickte ihn hinterher. Als er einige Schritte hinter Lombus Richtung Lager war, drehte er seinen Kopf um und sprach, »Es ist zu spät. Ich habe meine Wahl bereits getroffen.« Während Seki weiterlief, rief Lombus ihn hinterher, »Dann wird auch dein Herz brechen. Ich habe dich gewarnt.« Hätte Lombus jetzt Sekis Gesicht gesehen, wie es sich vor Schmerz faltig zusammengekniffen hat und eine Träne über seine Wange lief, hätte er Mitleid empfunden. Doch da Seki seinen Weg äußerlich gefasst fortsetzte, blieb Lombus still zurück. Er lehnte sich an die Taverne und betrachtete den Mond. »Das wird wohl einige Probleme geben«, dachte er bei sich. »Vielleicht war ich doch etwas zu hart. Vielleicht.« Seki betrat den Pilzkopf unter dem monotonen Schnarchen des Erzkanzlers, welches einer Säge ähnelte, die sich widerwillig durch hartes Holz kämpfen musste. Seine Tränen versiegten, als er sich endlich in eine Ecke legen und ausruhen konnte. »Warum bin ich überhaupt traurig?«, fragte er sich. »Ich habe doch recht. Wenn alles vorbei ist, dann kann ich zu ihr zurück.« »Ihr Herz brechen? Ich?« »Das ist absolut lächerlich, jawohl.« »Warum sagt er so etwas? Warum? Will er etwa...« Bevor er den Satz zu Ende denken konnte, siegte die Müdigkeit und Seki fiel in einen tiefen Schlaf.